Ihr habt jetzt einen Kinofilm über mich rausgebracht, ohne dass ich was davon weiß. Mallorca. Ich trete jetzt nicht auf oder so. Ja, ne? Doch! Ich mache meinem besten Freund Finn heute den peinlichsten Tag seines Lebens. Wir haben 14 Uhr, er pennt immer noch, so wie jeden Tag. Und genau deswegen haben wir uns eine Kleinigkeit überlegt. Let's go! Wenn er jetzt aufwacht, war alles umsonst. Der Junge schläft wie ein Stein. Wir haben das Licht angemacht. Du kannst hier machen, was du willst. Der wacht nicht auf. Eins, zwei! Und damit habe ich Finnets peinlichsten Tag eingeläutet. Es gibt doch nichts Schöneres, als von seinem eigenen Song geweckt zu werden. Guten Morgen, Bro! Alles gut? Boah, seid ihr? Ich bin müde, Alter. Lass mich schlafen. So, Bro, es war jetzt aber auch genug Spaß. Wir haben noch ein bisschen was vor. Spaß. Wir müssen los. Gib mir 10 Minuten. Nee, komm, okay, weißt du was? Ihr spielt so lange weiter, bis er kommt. Doch wenn Finn geahnt hätte, was an diesem Tag noch alles auf ihn zukommen würde, hätte er das Bett wahrscheinlich niemals verlassen. So. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Guck mal. Was ist das? Warum ist euer Gesicht auf diese S-Klasse drauf? Warum mein Erfolg euer Versagen? Einfach, du hast ja viel geschafft. Und andere Leute haben nicht so viel geschafft. Und das sagst du ja auch gerne. Deswegen dachte ich mir, wir machen heute einfach. Wann sag ich das? Du denkst es. Nein, ich denk's mir nicht. Ich hasse dich. Jeder muss wissen, dass du dich für was Besseres hältst. Jeder. Tu ich aber nicht. Doch, das tust du. Nein. Doch. Wann? Jeden Tag. So. Das ist so unangenehm, weil wenn das jetzt irgendjemand sieht, dann denkt er, dass ich das aus Überzeugung draufgeklebt habe. Aber warum haben wir jetzt ein Auto mit Finns Gesicht foliert? Finn ist mit über 6 Millionen Followern schon ein richtiger Social Media Star. Der nächste logische Schritt ist unserer Meinung nach also ein eigener Kinofilm. Wir haben ohne sein Wissen einen Film über ihn gedreht und kurzerhand eines der größten deutschen Kinos gemietet. Und dazu gehört natürlich auch ein eigenes Auto. Komm, jetzt sei doch nicht so traurig, Mensch. Ich bin nicht traurig, ich bin einfach nur verstört. Die Leute gucken alle draußen, die sehen das, die denken, oh Gott. Wir fahren jetzt nicht irgendwo hin, sondern es ist schon ein wichtiger Moment für dich. Und deswegen haben wir uns noch ein bisschen was ausgesucht, dass du vielleicht anziehst, so ein schickes, auf gar keinen schickes Fall. Jackett. Auf gar keinen auf Fall. Auf jeden Fall. Sieht aus wie eine Disco-Kugel. Nein, du ziehst ich das jetzt auf gar keinen Fall. Ach, komm. Erst dieses weirde Auto, das ich einsteigen muss. Dann diese Fahrt, wo du mir das Jackett gibst, das ich anziehen soll. Und jetzt soll ich damit auch noch ins Kino gehen? Ja. Dein Ernst? Einfach gucken, so was, was dein Kino irgendwie auch bringt. Was ist denn das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir gucken mal wirklich einen Film. Oh mein Gott. Wir werden super viel Spaß haben. Hast du Bock, den Film zu gucken? Nein. Ja, Mensch. Oh Gott. Es ist jede einzelne Anzeige ist einfach davon. Also, ihr habt jetzt einen Kinofilm über mich rausgebracht, ohne dass ich was davon weiß. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Wir hätten gern 2 große süße Popcorn und 2 Cola Zero, bitte. Okay. Aber ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Der Film ist ja heute auf Premiere. Ja. Deswegen wäre gut, wenn wir das kostenlos bekommen können, vielleicht. Wie? Nein, ich zahle das. Also, nein, nein, wir wollen das Geld kosten. Ich zahle das. Der hat ja heute einen Film hier überall, deswegen. Okay. Ja? Nein. Ja? Ich meine, wir sind hier mit einem super VIP-Star unterwegs, da zahlt man doch nicht für sein Essen. Ich finde, wir verbringen generell manchmal zu wenig Zeit. So, wir drehen immer Videos, aber so wirklich, dass wir zusammen hinsetzen, einen kleinen Film schauen. Weißt du eigentlich, wie unangenehm das ist, wenn man vor 100 Menschen sitzt und ich weiß, was jetzt abgespielt wird? Ich war ja dabei. Nein, du hast nicht in meine Haut gesteckt. Und dann war es endlich soweit. 200 Menschen, die auf Finnets ersten Kinofilm warteten. Doch keiner von ihnen wusste, dass eigentlich ich dahinter stecke. Oh! In einer Zeit, wo alles möglich scheint, ragt ein Name über alle anderen hinaus. Finnel. 100.000 Follower, 1 Million, 5 Millionen, jeder will von mir profitieren. Doch mit jedem Ruhm kommt leider auch die Schattenseite. Manchmal bin ich mir für die Scheiße zu blöd. In einer Welt, in der Follower alles bedeuten, hat Finn den Gipfel erreicht. Aber was macht ihn besser als alle anderen Menschen? Was habe ich dir getan? Mich unterscheidet genau eins. Ich habe mich nicht in so einen Scheißjob mit wenig Gehalt ziehen lassen. Manche sagen, ich hätte nur Glück gehabt. Ich sage, es war schon immer so bestimmt. Mein Erfolg, euer Versagen. Bald im Kino. Hey! Digga, wir wollen den Film gucken. Digga, ey, was ist denn falsch? Bro, nein, Bro, was ist mit dir? Nein, Bro, ist alles gut, aber du kannst es nicht, weil die Leute checken ja nicht, dass es Spaß ist. Bro, Digga, jetzt chill doch mal ein bisschen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es gestellt ist. Ich dachte, jetzt ist meines Ernst. Das war ja auch nicht gestellt. Ich hab diesen scheiß Werbeklipp nie gesehen. Die dachte jetzt alle, das ist echt. Chill doch mal. Die haben mich alle gerade ausgebucht da drin. Das war jetzt ein kleiner Scherz. Okay.
als nur für dich. Dankeschön. Das war mit Abstand das Unangenehmste, was ich jemals erlebt habe. Du hast einfach KI-Stimme genutzt, um meine Stimme nachzubauen, dass es so anhört, als hätte ich das gesagt. Ich habe das nie in meinem Leben gesagt, die Sachen da drin. Ja, ich mach's wieder gut. Wir fahren jetzt in den Urlaub. Okay? Ich drehe wieder vorbei, aber jetzt. Die kommen mit. Warum kommen die mit? Weil Kameras halt mitkommen. Ich vertraue dir einfach nicht mehr. Ich glaube dir nicht mehr. Wenn du jetzt sagst Urlaub, dann glaube ich dir nicht mehr, dass wir jetzt in den Urlaub fahren. Fahren jetzt ein bisschen in die Wärme. Okay? Ja? Ja. Ja. So. So. Wohin fliegen wir? Ein Tipp, wir fliegen nicht zu weit weg. Achso, ey, darf ich mal ganz kurz, wir haben ja noch ein bisschen was vorbereitet, dass ja auch alle Leute mitbekommen, dass wir hier mit einem richtigen Teenie-Star unterwegs sind. Oh mein Gott. Mein Teenie-Star. Die schauen doch noch alle. Was? Oh mein Gott. Das ist so unangenehm. Was, ein bisschen Platz bitte machen für den Teenie-Star. Wir brauchen einmal ein bisschen Platz bitte. Wir wollen ein Foto machen. Die kennen mich ja nicht mal. Der Teenie-Star. 4,3 Millionen Follower hat er auf TikTok. Doch. Klar, das stimmt noch nicht. Schau mal, Finn, das sind meine Fans. Einmal hier ein Foto machen. Hört das Ding weg jetzt. So, der Teenie-Star, sehr gut. Wenn hier so ein Teenie-Star durchläuft, was sagen Sie dazu? Super, das ist ein noch erleben. Kennen Sie den? Nee. Ach ja, Mallorca. Warum Mallorca? Weil wir nach Mallorca fliegen jetzt. Nein, das ist der Megapark. Wieso bin ich hier überall? Gut, das kann doch mal weg jetzt. Nein. Ich finde das gut. Weißt du, die Leute müssen wissen, dass wir mit dem VIP fliegen heute. Jetzt habe ich hier noch einen Zettel liegen. Auf Wunsch einer Studienkollegin. Grüßen wir aber auch ganz besonders den Teenie-Star Finel hier am Bord. Oh mein Gott. Ihr Ernst? Natürlich ist das Finel hier an Bord. Digga, Bro, da spricht wenigstens dein Name richtig aus. Willkommen in Palma de Mallorca. Hast du Bock? Das machen wir hier. Also ich zumindest. Wir haben heute einen schönen Tag. Ja, und du wirst auch ein bisschen Spaß haben. Und natürlich habe ich vorab eine Fangruppe organisiert, damit sich der Teenie-Star Finel so richtig willkommen fühlt. Das gibt's ja gar nicht. Hey, komm, so, wir haben Termine. Wir haben Zeitdruck. Der Teenie-Star muss hier durch zur Seite. Eine Foto gerade bitte. Keiner will ein Foto machen. Keiner. Platz machen, wie sich der Teenie-Star. Ey, Junge. Nein, hallo. Du kannst nicht die Requisite kaputt machen. Das muss ein Ende haben. Gut gelaunt musst du sein, Bro. Oh, es gibt gerade absolut keinen Grund, gut gelaunt zu sein. Es wartet ein Plakat auf mich, wo drauf steht Teenie-Star Finel, ihn kennt jeder. Ich hab keine Ahnung, ich wusste bis heute Morgen nicht mehr einsteigen. Es geht direkt weiter. Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf volle Stadt. So, Bro, guck, Digga. Nein. Warum bin ich da? Weißt du, was das ist? Kennst du dieses Gebäude? Nein, das ist der Megapark. Wieso bin ich hier überall? Wir haben hier so schöne T-Shirts für den Finn vorbereitet. Finn, der Teenie-Star. Seid ihr alle bereit? Ja! Let's go! Wir wollen den Finn sehen! Ich trete jetzt nicht auf oder so. Ja doch! Ich war noch nie in meinem Leben auf Mallorca, geschweige denn im Megapark. Bin so überfordert gerade. Wie viele Menschen warten jetzt in dieser Sekunde im Megapark? Ich würde sagen, 5.000 bis 6.000 Leute. Da passen doch die 5.000 Leute rein. What the fuck? Wie viele Leute, Digga? Ist aufgeregt? Ja, übel. So viele Leute. 5.000 bis 6.000. Von meiner Perspektive war das sich vorzustellen. In meinem Dorf leben 300. Ja, das sind 20 mal so viele. Mathe ist auch nicht deine Stärke, ne? Um noch mal ganz kurz zu erklären, was wir gleich mit Finel vorhaben. Er wird jetzt vor 6.000 betrunkenen Menschen auftreten. Es wurden schon öfter Künstler ausgebuht und sogar mit Bierkrügen beworfen. Das Ballermann-Publikum gilt nicht ohne Grund als das härteste Publikum der Welt. Und weil all das noch nicht reicht, drehen wir Finel, während er singt, die Musik ab. Klingt doch nach einem guten Plan, oder? Bro, 6.000 Leute waren noch nie so ruhig in dieser Situation. An diesem Tag wurde Finel zum Gespött des Internets. Warum singt er im Megapark? Die richtigen Künstler haben wohl Urlaub, zum Glück nicht diese Woche da gewesen. Finel stellt sich dem härtesten Publikum der Welt und wird ausgebuht. Ach, das war der, der im Megapark ausgebuht wurde? Das ist aber gemein, Digga. Stell mal, du machst einen Auftritt, wirst ausgebuht. Das ist das schwierigste Publikum, was du bekommen kannst. Wirklich. Was soll ich sagen? Die wochenlange Vorbereitung hat sich definitiv ausgezahlt. Und Finel wird noch seinen Enkeln von diesem peinlichen Tag erzählen. Also ich hatte meinen Spaß, aber ein bisschen tut er mir schon leid.